In aller Seelenruhe lassen sich dreiste Diebe ein teures Smartphone zeigen. Hier holt einer der mutmaßlichen Täter eine Billigimitation raus. Und jetzt landet das teure iPhone in der Manteltasche. Verkäuferin Alexandra bedient die Diebe am 7. November. Geschäftsführer Michael entdeckt den Betrug erst am nächsten Tag. Na, schon geschockt, weil man war geschockt, wie schnell sowas funktionieren kann. Und dass man es echt leider nicht mitbekommen hat, den Austausch direkt. Ja, und da war ich schon sehr enttäuscht, wütend, ja. Auf den ersten Blick kann man das nicht gut erkennen, dass es sich um ein Fake handelt. Allerdings, wenn man in das Menü reinschaut und sich Details anschaut, dann fallen einem Unterschiede auf. Die gesamte Software ist nachgebaut, basiert auf Android statt auf iOS. Mit den Bildern aus den Überwachungskameras will der 43-Jährige andere warnen und hofft auf Hinweise auf die unbekannten Täter. Proaktiv wollte ich hier nach vorne gehen, um denen einfach ein Zeichen zu setzen, zu sagen, mit uns nicht. Es ist nicht nur die Polizei, die nach euch suchen kann. In der Vergangenheit war es so, dass es relativ häufig erfolgreich war, nach solchen Aufrufen, dass jemand tatsächlich auch entdeckt wurde und gefunden wurde. Und deswegen wollte ich die Polizei an der Stelle ein Stück weit unterstützen, um vielleicht nicht eine Anzeige gegen Unbekannt zu machen, sondern eine Anzeige und die Namen darunter zu setzen. Für die Polizei ist die Masche der Trickdiebe neu. In Erfurt ist es der erste Fall dieser Art. Wir können nur an Händler appellieren, immer aufmerksam zu sein, wenn sie Waren an andere Personen herausgeben und versuchen, sich eben nicht in Gespräche verwickeln oder ablenken zu lassen. Michael ist sich sicher, dass die Diebe erneut zuschlagen werden. Ich denke, die waren sich sehr, sehr bewusst, was sie hier tun. Das sah nicht aus, wie als ob das jetzt hier ein kleiner Jungenstreich war, sondern das war, die wussten, was sie tun, sie wussten, wie sie mich schädigen können und dass sie hier quasi aus 0 Euro 600 Euro draus zaubern. In Zukunft überprüfen Michael und Alexandra alle gezeigten Geräte noch genauer.